Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Around the Apple in 99 Sekunden. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Nokia veröffentlicht den Werbespot für das Nokia Lumia 920, welches stark über Apple herzieht. Als Vorbild verwendet Nokia den früheren Think Different Werbespot von Apple, aber anscheinend hat sich Nokia damit ein Eigentor geschossen. Mit dem Werbespot zeigt Nokia noch eindeutiger, wie verzweifelt sie sind. Der Link zum Werbespot befindet sich in der Beschreibung. Der iPod Touch und der iPod Nano sollen angeblich ab dem 9. Oktober verkauft werden. In App-Statistiken ist ein noch unbekanntes iPad-Modell aufgetaucht. Dieses Modell soll angeblich über einen 3,6-Zoll-Bildschirm und einen A6-Chip verfügen. Wir sind gespannt. Das fehlerhafte Apple Maps hat in der vergangenen Zeit für viele verärgerte Kunden gesorgt. Nun beginnt Apple innerhalb von kurzer Zeit die gemeldeten Fehler zu beheben. Dazu sollen außerdem die 400.000 Apple Store-Mitarbeiter mithelfen. Das vor einiger Zeit aufgetauchte MacBook Pro kann man nun bestellen. Beim MacBook Pro handelt es sich um ein Tablet mit Mac OS X. Verbaut wird ein 2,9 GHz Prozessor, 16 GB Arbeitsspeicher und eine SSD und ist nun für einen stolzen Preis von 3.500 US-Dollar erhältlich. Es sind Patente aufgetaucht von Apple, dass sie angeblich an drahtlosen Kopfhörern arbeiten. Besonders interessant könnte es für Sportler werden. Das war's von dieser Ausgabe. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mir ein Abo oder Daumen hoch sehr freuen. Außerdem könnt ihr mir auf Facebook, Twitter oder Google Plus folgen oder unseren Newsletter auf apfellike.com abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal.